Good morning in the morning, wieder mal eine neue Runde Call of Duty Modern Warfare, heute mit der ISO, eine neue Maschinenpistole, die ihr schon kennen werdet, eine Fennec, nur in langsam. Naja, die Waffe habe ich schon ein paar Male hier gespielt, in der Live übertragen, auch auf Gold gebracht, aber ich bin ein klein wenig enttäuscht, warum, erfährt ihr jetzt gleich hier im Video. Aber ja, natürlich heute wieder ein Waffenguide, könnt ihr gerne nachbauen, die ich mit ihr gerade heute spiele. Und wir haben auch Neuigkeiten über Call of Duty, weil wir haben hier momentan ein paar kleinere Leaks bekommen, auch durch hier ein Easter Egg, momentan bei Battle Royale. Da könnt ihr ins Stadion rein mit ein paar Karten und innen drin bekommt ihr dann nochmal ein paar Hinweise für das nächste Call of Duty und nebenbei natürlich auch noch hier eine Blueprint Waffe. Die könnt ihr momentan freischalten, aber ich bin einer, ich spiele lieber Multiplayer und heute auch mein Waffenguide nur für den Multiplayer gedacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne nachbauen und dann let's go. Im heutigen Waffenguide haben wir hier die ISO oder auch APC-9 gespielt mit einem Schalldämpfer Monolith für nochmal mehr Geräuschdämpfung und effektive Reichweite. Ein wichtiger Punkt bei der Waffe. Mit dabei wäre 5 MW-Listenmarkierer, damit ihr leicht aus der Hüfte treffen könnt und auch nach dem Sprinten schneller feuern könnt. 30 Kugeln, nicht mehr, nicht weniger. Guter Grund dafür, gleich hier im Video. Dann hätten wir hier noch eine Elite-Griff für nochmal mehr ZV-Geschwindigkeit und Sprint-Out-Time. Damit werdet ihr nochmal mobiler. Und mit Fingerfertigkeit könnt ihr auch schneller nachladen. Wichtig bei der Waffe, da ihr öfter mal Nachladeprobleme habt. Ich hätte noch eine Pistole dabei für mehr Muni. Dann zusammenflicken, Hardliner, aufdrehen, C4 und Betäubungsgranaten. Im Gameplay echt eine gute Waffe, wenn man auf Longshot-Distanz geht, weil die natürlich den gleichen Schaden hat wie manche andere Waffen in der Klasse. Bei den Maschinenpistolen machen viele hier den gleichen Schaden, die P90, die MP7. Die Fennec und die Waffe hier machen auch den gleichen Schaden, aber der Unterschied natürlich deutlich mit der Feuerrate und bei der Treffergenauigkeit. Und die Fennec kann natürlich schneller droppen durch die erhöhte Feuerrate. Die ISO hat aber die geringste Feuerrate der 4 genannten Waffen. Bedeutet, ihr braucht mehr Kugeln gefühlt, wenn ihr jemanden tötet, weil die Kugeln natürlich langsam ankommen und ihr weniger Time to Kill habt. Der kleine Vorteil, ihr habt nochmal mehr Reichweite, mehr Treffergenauigkeit und könnt auch momentan mit den langen Lauf- und Schalldämpfer kombiniert spielen. Dadurch habt ihr nochmal mehr Schadensreichweite und macht weniger Damage-Verlust auf der langen Distanz. Aber leider macht die Waffe noch immer im Vergleich mit anderen Maschinenpistolen verdammt wenig Schaden, eine Menge Hitmarker und wegen der Muni, naja, ihr müsst andauernd nachladen. Ohne Fingerfertigkeit kommt ihr nicht mehr hinterher. Im heutigen Waffenguide ohne langer Lauf, weil der natürlich die Mobilität verringert und dadurch habt ihr eine sehr schwerfällige Waffe und auch mit 50 Patronen mit dabei hättet ihr einen echten fetten Nachteil. Eure ATS-Time geht damit echt enorm runter und eure Beweglichkeit bedeutet, ihr habt eine Art Sprunggewehr, die aber 4 Kugeln bis 8 Kugeln braucht für den Gegner. Mit der schlechten ATS-Time, naja, möchte man nicht unbedingt in den Nahkampf geraten. Mit dem Monolith-Schalldämpfer erhöht ihr nochmal die Reichweite und werdet auch unbemerkt auf der Karte, aber die ATS-Time wird dann nicht unbedingt verschlechtert. Dann die 30 Kugeln mit dabei, damit wir noch genug Muni haben für mehrere Leute, aber auch nicht so viel Gewicht dabei haben. Fingerfertigkeit erhöht nochmal die gute Nachladegeschwindigkeit der Waffe, aber ein Punkt wäre mir auch schon mal aufgefallen. Starke Patronen machen bei ihr irgendwie gar keinen Unterschied, auch in Hardcore-Modi macht ihr damit noch immer Hitmarker. Und ja, die Spezialmuni, die könnt ihr gerne wegschmeißen, die bringt euch da leider nicht viel bei der Waffe. Ich denke mal, die Waffe wird noch bald gebufft, weil die ISO und die AN94 gefallen mir momentan echt nicht gut. Im Vergleich mit anderen Waffen hat die AN94 weniger Schaden, weniger ATS-Time nach dem Sprinten und natürlich dadurch einen kleinen Haken. Aber auf lange Distanz eine gute Waffe und auch im Burst-Mode mit dem Thermal M3 eine relativ geile Waffe. Aber meine ehrliche Meinung, bitte nicht die beiden Waffen freischalten, wenn ihr gerade im Nachhinein vorbeischaut. Die lohnt sich eher weniger momentan, vielleicht werden ihr noch höher gebufft. Aber aktuell beide Waffen eher relativ weit unten im Vergleich mit anderen. Wenn ihr die Fennec gut kontrollieren könnt, habt ihr eine echt geile Waffe mit einer guten Time-to-Kill. Aber hier die Time-to-Kill und die Treffergenauigkeit und manchmal auch die Muni-Probleme. Naja, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Gerne mal eure Meinung darüber reinschreiben in die Kommentare, wie ihr die Waffe findet. Und natürlich, wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen für mein Video. Und wenn ihr noch neu vorbeischaut, gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Content. Natürlich werden wir hier noch ein paar Waffen vergleichen, noch ein paar Klassen erstellen und natürlich uns noch angucken, was wir hier noch freischalten können momentan. Aber an der Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Baut gerne die Waffe nach und gerne reinkommentieren, wie ihr die findet. Und an der Stelle dann schön mit Ö, haut rein und bis zum nächsten Mal.